In Berlin haben in der Nacht zu Freitag wieder an zwei Orten Autos gebrannt. Gegen 2 Uhr nachts gingen 2 geparkte Wagen in der Cottbusser Straße in Hellersdorf in Flammen auf. Das sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Als die Einsatzkräfte eintrafen, standen die beiden Fahrzeuge schon im Vollbrand. Dichter Qualm stieg auf. Der Brand konnte zwar gelöscht werden, ein Ausbrennen der Fahrzeuge konnte aber nicht verhindert werden. Zudem wurden durch die Hitze 2 weitere Autos beschädigt. Die genaue Brandursache war zunächst unklar. Die Polizei vermutet Brandstiftung und hat die Ermittlungen aufgenommen. Immer wieder kommt es in Berlin zu Autobränden. In derselben Nacht gegen Mitternacht beobachtete eine Zeugin in Kreuzberg ein Feuer an der Windschutzscheibe eines Autos. Auch hier war die Brandursache zunächst unklar. In beiden Fällen gab es keine Verletzten.